Servus Leute, willkommen zurück bei Shisha WG. Wir haben ein neues Video für euch und zwar geht es heute um den Tropical Dream von PX1. Viel Spaß! So, neues Tabak-Review, wie gesagt, heute mal der PX1 Tropical Dream. Was soll das Ganze sein und was kostet das Ganze? Es soll sein eine Mischung aus tropischen Früchten und zwar vor allem Mango und Guave. PX1, wisst ihr ja wahrscheinlich, ist Molasse, die man sich kaufen kann, um dann Tabak selbst anzufeuchten. Die Molasse kostet 9,50 Euro, dazu kauft ihr euch dann vielleicht sogar im PX1 Shop 25 Gramm Nubia Super Dry. Da müsst ihr auf jeden Fall nichts mehr nachschneiden, nichts mehr trocknen und so weiter. Der kostet dann 4,40 Euro für 25 Gramm, dann kriegt ihr ungefähr so 125, 150 Gramm Tabak raus im Endeffekt. Man sollte das Ganze dann mindestens 2 Wochen einziehen lassen. Ich sage meistens, ich lasse ihn lieber 4 Wochen stehen, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Schnitt und Feuchtigkeit sind dann auf jeden Fall top. Wir haben von den Jungs einen kleinen Shot zum Probieren zugeschickt bekommen. Der war natürlich schon komplett eingezogen. Kann man also definitiv nicht meckern. Ihr seht es im Kopfbau, da geht es auf jeden Fall mega klar, was Schnitt und Feuchtigkeit angeht. Und dann kommen wir doch auch direkt mal zum Geruch. Also es riecht auf jeden Fall unheimlich fruchtig, ziemlich frisch. Also man erkennt auf jeden Fall ganz klar diese süße Mango heraus. Und ich muss auch sagen, es ist eine sehr, sehr natürliche Mango. Ja. Und die Guave, ich als großer Rockstar-Guave-Fan würde einfach sagen, die Guave ist zwar präsent, aber sie ist eher im Hintergrund. Also ich rieche da jetzt nicht so viel Guave raus. Nee, beim Geruch bin ich da vollkommen auf deiner Seite. Viel Guave rieche ich auch nicht raus. Für mich riecht das einfach nach einer sehr, sehr leckeren, fruchtig frischen und vor allem süßen Mango. Gehen wir direkt über zum Geschmack. Da ist das Ganze für mich nämlich komplett umgekehrt. Die süße Mango ist nur so beim Einatmen und bei der ersten Sekunde vom Ausatmen am Start. Danach ist es eine relativ bittere, natürliche und authentische Guave. Ich als alter Nicht-Guave-Fan muss leider sagen, taugt mir dann nicht so sehr. Guave überzeugt mich seltenst. Nur wenn es nur eine sehr künstliche, sehr süße Guave ist, schmeckt mir das meistens. Für mich schmeckt das halt nach einer authentischen, herben Guave im Abgang. Ja. Und von daher, ich bin da nicht so begeistert. Sehe ich eigentlich genauso, bis auf das, dass... Also beim Ziehen merke ich auf jeden Fall so eine richtig schöne süße Note von der Mango und direkt eigentlich bei mir schon sogar beim Ausatmen ist dann einfach diese bittere Guave am Start, wo ich mir so denke, eigentlich meiner Meinung nach sogar zu bitter. Also gut, Guave zu treffen ist anscheinend ziemlich, ziemlich schwierig. Ich meine, das haben wir auch schon bei anderen Sorten von Guave gesehen, ja. Also von True Passion oder von... Chaos war es auch. Also die Guave. Aber die Chaos-Guave, die war ja relativ künstlich, deswegen hat die mir auch wieder etwas getaugt. Die ist schon relativ natürlich, muss ich sagen, aber ja, natürlich, Guave schmeckt mir leider nicht so gut als Tabak. Ja. Habe ich schon öfter gemerkt, zum Beispiel auch bei dem Blue Guave von Alvaja damals, der hat mir auch schon nicht geschmeckt. Jo, allgemein muss ich sagen, hätte er so geschmeckt, wie er riecht, wäre es ein Bombenpaket gewesen. Ja. Aber die Guave zerstört mir das Ganze so ein bisschen. Ich glaube aber, wenn ihr auf Guave steht, dann wird euch der Tabak sehr, sehr gut schmecken. Also wenn ihr auf der Suche nach einer leckeren Guave seid, dann ist es auf jeden Fall ein Bombentabak. Ich bin da leider raus und deswegen kann ich dem Tabak auch nur 5,5 Sterne geben. Ja, also ich muss sagen, wenn man wirklich auf diese natürliche Guave steht, kann man den auf jeden Fall unheimlich gut rauchen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, mir gefällt das Gesamtpaket. Vom Einatmen finde ich super, vom Ausatmen finde ich es wieder nicht so geil. Und ja, deswegen, ich würde dem Ganzen 6,5 Sterne geben, weil ich doch eigentlich der Meinung bin, der taugt was. Ja, den kann man auf jeden Fall rauchen, den kann man auch auf jeden Fall weiterempfehlen sogar. Ja. Aber wirklich nur an Leute, die jetzt auf Guave stehen, die auf eine natürliche Guave stehen und gleich trotzdem noch eine süße Mango dabei haben wollen. Ja, ja. Und deshalb 6,5 Sterne von mir. Ja, treffen uns bei 6, würde ich sagen. Ja. Also wenn ihr Guave-Tabak genial findet, dann holt euch den sehr gerne mal. Dann wird er euch auf jeden Fall taugen. Wenn ihr so seid wie ich und sagt, Guave ist eher nicht so mein Ding, dann lasst da lieber die Finger weg. 6 Sterne für den Tabak von uns. Dann soll es das für dieses Review auch wieder gewesen sein. Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Däumchen nach oben oder sogar ein Abo da. Und ja, damit ist die Shisha WG wieder raus. Wir hoffen, wir sehen euch im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG. Ciao.